Hallo Leute, willkommen zurück zuerst bei Resident Evil 4. Im letzten Part haben wir den Chef dieser, ja, Gemeinde kennengelernt, sage ich jetzt einmal, Osmund Sädler. Und ja, wir sind gerade noch entkommen und jetzt sollten wir auf jeden Fall uns aus dem Staub machen, weil wir jetzt auch Ashley gerettet haben, wie wir es hier unschwer erkennen können. Komm, lass deine Möpse wackeln. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt Ashley mit an Bord. Und da müssen wir jetzt natürlich aufpassen, weil Ashley natürlich nicht sterben darf. Das bedeutet, wir haben jetzt eigentlich doppelte Arbeit. Auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem Weg zum... Hi. Zum Treffpunkt mit dem Hubschrauber, wollte ich schon sagen. Will ich jetzt wirklich mit der TMP? Eigentlich schon. Eigentlich ist es gar nicht mal eine blöde Idee. Aber zuerst sollte ich die Punisher leer schießen. Leon, shoot the barrels on that wagon. So, einmal das. Gut. Und den Rest muss ich jetzt mit der Punisher erledigen. Das war schon. Ja, das war's schon. Hab ich jetzt auch nichts dagegen. Okay, ein einziger Schuss und alle sind weg. Gut. Okay. Hab ich jetzt nicht wirklich mitgerechnet. Ich hab meint, dass ich mal wieder ein paar übersehe, weil das mache ich eigentlich am liebsten. Spinell, schön. Ganz empfehlenswerter Tipp, ladet die Punisher nicht nach. So, denn jetzt müsstest du ein richtig schönes Schmuckstück haben. Du müsstest jetzt ein richtig schönes Schmuckstück haben, mein Bester. Er hat sie. Die Red 9, die beste Pistole im ganzen Spiel. Meiner Meinung nach. Die nehmen wir natürlich. Choice of an avid gun collector. It's a nice gun stranger. Oh ja. Es ist eine ganz tolle. Erstmal abbrechen. What are you selling? Und die Punisher verkaufen. So, Punisher. I'll buy it at a high price. Und tschüss. What are you buying? Okay. Die Red 9, die schnappen wir uns gleich mal. So, Alter, ich habe halt keinen Platz mehr, versteh ich mich. Ich habe halt echt keinen Platz mehr. Thank you. What are you selling? So, Sturmgewehr. Da verkaufe ich jetzt mal. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich weiß, was auf mich zukommt. Eine hätte ich ganz gerne noch. Handgranate will ich eigentlich behalten. What are you buying? Jetzt weiß ich nicht, gibt es... Ja, gibt es schon. Okay, die Schulterstütze für die Red 9 gibt es schon. Dann muss ich gucken, wie ich das jetzt mache. Am besten so. So. Dann kannst du so. Und du so. Okay, das muss ich dann ausrüsten. Das gefällt mir schon ganz gut. Thank you. Gut, mehr hast du nicht. Und jetzt geht's rund. Er kann nämlich gleich die Red 9 tunen und... Wir können unsere TMP tunen. So, tunen wir zuerst mit Red 9. Die hat jetzt schon eine Feuerkraft von 1,6. Die Punisher hatte 1,1. Nur so zur Info. Und die Red 9 ist einfach geil. Sie ist einfach geil. Is that all, stranger? Is that all? Alles gleich tunen. Is that all? Thank you. Okay. Und die TMP wird auch gleich getunen. Is that all? Thank you. Schön. Schön, schön, schön. Come back anytime.
Okay, jetzt wollen wir das mal so kombinieren. Wie mache ich das jetzt am besten? Das Blöde ist an der Schulterstütze, die kostet 3 Felder. Und das bringt immer mein Konzept komplett durcheinander. Was ich sehr, sehr traurig finde. Das macht mich immer ganz traurig. ja. Mit was laufe ich denn rum? Laufe ich mal auch gleich mit der Red 9 rum. Ihr seht's. Oh, die bleibt so schön sauber auf dem Punkt. Die ist so toll. Die Red 9 ist toll. Die Red 9 und die TMP, die beiden zusammen sind wohl die besten Waffen im ganzen Spiel. Meiner Meinung nach. Muss man dazu sagen. Es gibt viele, viele tolle Waffen. Aber die zwei gehören meiner Meinung nach zu den besten. Na, nimm das Geld mit. Geld können wir immer mal gebrauchen. So. Ja, ich habe das jetzt noch gar nicht erklärt. Mit Ashley. Ashley hat ebenfalls eine Energieanzeige hier. Bei ihr ist es genau das gleiche Prinzip. Wir können ihre Energie erweitern mit den gelben Kräutern. Das Manko bei ihr. Sie hat gleich viele Balken wie wir, allerdings ist ein Balken nur halb so viel wert. Bei Leon, wenn er wenn man das Spiel jetzt neu beginnen, sage ich jetzt mal, ohne irgendwelchen Aufputsch mit gelben Kräutern, hat Leon 2400 HP. Ashley selbst hat allerdings nur 1200 HP. Das bedeutet, ein einzelner Balken bei ihr ist einfach nur, wie gesagt, halb so viel wert wie bei Leon. Deswegen ist sie extrem pflegebedürftig. So, und jetzt kommt es. Ist hier schon ganz wichtig. Wir gehen hier sofort hoch. So, dann warten wir, bis Ashley oben ist. Nehmen uns währenddessen hier das Spinell. Wait. Lassen sie hier oben warten. Und gehen wieder runter. Okay. Denn jetzt können wir uns hier erstmal um die ganzen Gegner kümmern. So. Du gehst mal weg. Oh, nee. So. Geh weg. Meine Herren. Ich kann mich nicht mal in Ruhe lassen. Okay, wo sind denn noch welche? Hier aufpassen. Die Bärenfallen sollten wir zuerst... Bärenfallen sollten wir zuerst alle beseitigen. Aus dem Grund, wie gesagt, Ashley hat weniger HP als Leon. Und Ashley sucht grundsätzlich den direkten Weg zu Leon, wenn sie uns folgt. Das bedeutet, sie rennt liebend gerne in Bärenfallen rein. So, kurz umtreten. Igitt! Ist ein Plager! Hat er mich doch getroffen. So, okay. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Wenn nicht, dann sage ich, bin schon... Dann sage ich es einfach nochmal. Wenn der Las Plaga rauskommt bei den Gegnern. Das ist ein Las Plaga. Wenn der Las Plaga rauskommt, dann ist er extrem anfällig für Blendgranaten. Das bedeutet, Blendgranaten töten ihn sofort. Allerdings nur, wenn der Plaga schon draußen ist. Hat also keinen Einfluss darauf, wenn er noch im Körper drin ist. Jetzt komm. Endlich.
Hinterlässt du was? Ja. Ich sollte mich mal heilen. Gelbes Kraut habe ich keins. So. So, und bevor wir Ashley holen, hier ein bisschen schauen. Ah, da sind sie. Die sind nämlich sehr gemein, die Bärenfallen. Ich finde, die sieht man sehr schlecht. Ich habe ihn gesehen. So, bei denen gibt es einen kleinen Trick. Macht das. Genau. Wir warten, bis er Luft holt und dann schießen wir auf ihn. Das sind die, das sind so Flammenwerfer, sage ich jetzt mal. Feuerspucker sind das. Und wenn die Luft holen, dann schießen wir. Weil dann verbrennen sie. So. Okay. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Ashley, komm mal her. Ach, halt, ich muss dir ja helfen. Du kannst ja nicht runter. Du bist ja nicht in der Lage, eine Leiter runterzuklettern. Stimmt. Habe ich ganz vergessen. So, ich mache das immer ganz gerne, wie gesagt, dass ich die Bärenfallen hier vorher schon deaktiviere. Ansonsten einfach großflächig um das Feld rumgehen. So. Hier können wir jetzt Ashley drin verstecken. Geh rein. Weil hier schon wieder Gegner sind. Muss ich schauen. Wo seid ihr? Hallo. Da ist er. Okay, der wird down. So, das weiß ich, dass da oben welche sind. Die kann ich jetzt wunderbar mit dem Scharfschützengewehr erledigen. Oh, der hat mich auch noch nicht gesehen. Schön. Der hat mich jetzt gesehen, aber kein Problem. Arm Plager. So. Das erkennt man immer relativ früh, ob es ein Plager wird ist oder nicht. So. Und. So. Okay. Das sieht doch jetzt schon ganz ordentlich aus, was ich da gemacht habe. Ah, da. Ich hab doch gewusst, dass da irgendeiner geschrien hat. Ah, daneben. Ah! Und tschüss. Okay. Das ist doch schon ganz gut. Wo? Wo? Da. Ich sollte vielleicht mal wieder ein bisschen Pistolenmuni sprechen lassen. Hey, das war jetzt aber knapp. Hey, da kommt doch noch einer. Kurz nachladen. Du da hinten, geh mal auf die Knie. So. Und nerven mich nicht dauernd. Ja, ich hab schon gemeint, es ist wieder ein Plager. Und tschüss. Ja, wunderbar. Okay. Gibt's hier noch mehr? Nicht? Hallo? Gibt's hier keine mehr? Will keiner mehr spielen? Das war knapp. Ich wäre jetzt beinahe hier in die Bärenfalle reingetreten. So. Im Übrigen, kurze Information so jetzt hat. Die Bärenfalle fügt dir Leon relativ viel Schaden zu. Allerdings fixen Schaden.
Wie viel genau, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, es waren 500 HP. Fügt auf jeden Fall sehr viel Schaden. Oder nee, ich glaube, es waren sogar nur 200. Auf jeden Fall viel Schaden. Ashley hingegen ist... Bei Ashley ist es ein bisschen anders, weil Ashley sich nicht selbst daraus befreit. Das bedeutet, Ashley erleidet mehr Schaden, je nachdem, wie lange wir brauchen, um sie zu befreien. Der Aufenthaltsort von Sarah ist unbekannt. Wahrscheinlich nutzt er alte Geheimgänge, die ihm sein Großvater, der Jäger in dieser Gegend war, gezeigt hat. Sicher versteckt er unser Eigentum irgendwo im Wald. Wäre sein Großvater noch am Leben, könnte er helfen, Sarah zu finden. Aber wie hat er von dem Ei in seinem Körper erfahren? Dass es ihm gelang, es zu entfernen, bevor der Parasit geschlüpft ist, ist besorgniserregend. Was mir auch Sorgen macht, ist, dass Louis mit unserem Eigentum floh, kurz bevor der Amerikaner auftauchte. Das kann kein Zufall gewesen sein. Es muss noch jemanden geben. Um die Lage zu klären, müssen wir Louis fangen und warten, bis die Wirkung des Mittels nachlässt, bevor wir ihm ein weiteres Ei indizieren. Dann wird derjenige, der hinter all dem steckt, schon reden. Wer unsere Pläne durchkreuzt, muss mit schwerwiegenden Folgen rechnen. Okay, Louis war anscheinend auch infiziert und hat es dann eben geschafft, sich wieder zu deinfizieren, sage ich jetzt mal. So, komm mal her. Ja, wir hätten sie auch vom Weiten holen können, aber das mache ich immer relativ ungern, weil Ashley den direkten Weg sucht. Wie gesagt, falls ich irgendwie eine Bärenfalle irgendwie so übersehen habe, ja, wäre halt blöd. Übrigens, kurze Info so am Rande. Bärenfallen können Ashley nicht töten. Soll heißen, wenn sie nur noch, keine Ahnung, 10 HP hat und sie steigt in eine Bärenfalle rein, dann stirbt sie trotzdem nicht dran. Es bleibt ihr immer ein einziger HP übrig. So, da brauchen wir uns also wenig Gedanken machen, dass sie da irgendwie dran sterben könnte. So, du weg. Wunderbar. Und du kannst auch weg. Du wartest hier mal kurz. Da ist noch eine Bärenfalle, die ist noch aktiv. Ich schaue hier mal kurz rein. Aha. Wunderbar. Wunderbar. Okay. Gut. Power weg. Dann heben wir sie mal hier rüber. Tu was für dein Geld, Ashley. Hast du toll gemacht. So, jetzt brauche ich einen Schluck, weil jetzt kommt etwas Kritisches. Okay. Das werde ich jetzt hier in den Part noch einbauen. Als krönendes Finale des Parts. Mit ihm brauchen wir eigentlich nicht reden, weil er hat nichts Neues. So, nur mal kurz nachladen. Wait, follow me. Hier ist jetzt wirklich empfehlenswert, dass ihr nochmal euer Inventar so durchgeht. Ob auch wirklich alles ausgerüstet ist, die Schulterstützen, ob alle Waffen vollgeladen sind, etc. pp. So. Das sieht gut aus. Mhm. Gut. Dann würde ich meinen... Ja, möge der Spaß beginnen. Leon, I have some bad news. I'd rather not hear it. Well, I'm afraid I have to tell you anyway. We've lost contact with the chopper. Someone must have shot it down, though we can't determine who. Great. We're prepping another chopper for you. Meanwhile, I want you to head towards the extraction point. Got it. Okay, der Hubschrauber ist abgeschossen. Hate to say it, but we're sandwiched, all right. Quick, in that cabin! Uh.
Leon! Small world, eh? Well, I see that the president's equipped his daughter with ballistics, too. How rude! And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Oh, excuse me, Your Highness. Perhaps the young lady might want to introduce herself first before asking someone his name. Her name's Ashley Graham, the president's daughter. Is she... Well, you know. Don't worry. She's cool. Eh, never mind. There's supposed to be some kind of obvious symptom before you turn into one of them anyway. Look! Ashley, upstairs! Okay, it's game time. Ja, jetzt wird gespielt. So, und was wir zuerst machen, meine Freunde? Es klingt jetzt wahnsinnig, ich weiß. Wir müssen jetzt die Hütte verteidigen. Was wir machen... Kommt rein. Hallo, heute ist Tag der offenen Tür. Kommt alle ruhig rein. Ich weiß, das klingt wahnsinnig. So, wir gehen jetzt hier ein bisschen die Treppe hoch. Nicht ganz hoch. Ungefähr so zwei Drittel. Weg mit dir. Lade nach. Aua. Nachladen. So, immer schön nachladen. So, wenn wir mal kurz Zeit haben, nehmen wir das Zeug und gehen wieder hoch. Das wollte ich nicht, ich wollte nicht nachladen, ich habe mich vertippt. Scheiße. Kurze Heilung. Jetzt muss das Gewehr herhalten. So. Okay, ich habe jetzt gerade die Zeit, dass ich nachlade. So. Nutzt die Zeit immer, dass, wenn ihr nachladen könnt. Je mehr Zeit ihr habt, desto besser. Hi. Ich glaube, du bist ein Plager. Bleib mal bitte... Aua! Mich hat ein Plager von unten getroffen. Mich hat ein Plager getroffen. Das ist nicht nett. Das ist gar nicht nett. Okay. Erneuter Versuch. Vielleicht auch mal das gelbe Kraut hier nehmen, das ich vergessen hatte. So. So, Leon kann, er kann schon mal anfangen, Luis. Deswegen schießen wir übrigens hier ein, damit Luis hier schon mal anfangen kann. Jetzt unterstützen wir ihn hier ein bisschen. So. So, kurz nachladen. Übrigens aufpassen, dass wir nicht auf Luis schießen. Das kann nämlich passieren. In dem ganzen Stress hier. Luis tötet uns, wenn wir zu oft auf ihn schießen. Nur so nebenbei. Oh oh. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ah, nein. So, kurz nachladen. Geh weg. So, kurz nachladen. Okay. Dann sollte ich das hier mal so machen. Mich hier mal kurz heilen. Und jetzt mal ein bisschen Team P-Action hier. Das ist Action hier! So. You
kurz hier das ganze Zeug mitnehmen? Okay. Okay, das ist jetzt ungut. So, das machen wir jetzt anders. Hier da unten geht mir alle aus dem Weg. Ich hasse Plagas. Okay. So, ihn vorbeilassen und jetzt haben wir die Aufgabe, alles aufzuhalten, was von unten kommt. Hatten wir zwar sowieso schon die Aufgabe, aber jetzt kümmert sich Luis um das obere Stockwerk, weil wir jetzt die Hälfte geschafft haben. Sobald wir die Hälfte geschafft haben, geht es eben so ab. So, wir brauchen uns keine Sorgen machen. Luis schafft das alles eigentlich ganz gut alleine oben. So. Schön. Kurz nachladen. Okay. Nicht ganz hoch gehen. Uiuiui, jetzt kommen sie aber. Oh oh. So. Oh oh. Okay. Kurz mal auf die TMP wechseln. Nachladen. So. Geht mir nicht auf den Sack. Die war gut. Und ein bisschen nachladen. Es ist geschafft. Looks like they're backing off. So, what do we do now? The bridge I crossed to get here is out, so I guess we have no choice but to keep moving. I forgot something. You guys go on ahead. Luis. Oh Mann. Ja, das ist heftig. Es sind viele Gegner. Aber wie gesagt, so seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite. Schießt am Anfang die Fenster ein, damit die Gegner reinkommen können. Weil dann kann Luis sich schon mal um die kümmern. Als nächstes geht ihr die Treppe ungefähr drei Viertel hoch. Und sichert somit den Treppenaufstieg, sage ich jetzt mal. Luis kommt unten ganz gut alleine zurecht. Der kann nicht sterben. Der kommt ganz gut alleine zurecht. Ihr kümmert euch dann um die ganzen, die hochströmen wollen. Sobald Leon sagt, dass wir nach oben gehen sollen, Leon sage ich schon, Luis sagt, dass wir nach oben gehen sollen, wissen wir, aha, die Hälfte ist geschafft. Wir lassen ihn also vorbeiziehen, gehen dann ein bisschen weiter runter. Wenn wir dann nämlich weiter so weit oben bleiben, treffen uns die Plagas von oben und das wollen wir nicht. Deswegen gehen wir ein bisschen die Treppe runter, dann kommen nämlich die Gegner nicht von oben. Und dann müssen wir uns einfach nur noch um die ganzen Gegner kümmern, die nach oben kommen wollen. Okay, so. Jetzt erstmal hier alles mitnehmen. Das wird ein bisschen was sein. Was die hier zurückgelassen haben, vor allem hier oben wahrscheinlich. Okay, hier ist gar nichts. So, jetzt erstmal alles mitnehmen. So. Ja, und wenn wir vorher gemeckert haben, dass wir so wenig Platz haben im Inventar, und dass ja alles so voll ist und wir so viel Munition im Überfluss haben. Ich habe gesagt, das wird nicht mehr lange dauern. Ja. Sieht das jetzt schon ganz anders aus. Okay. Du kannst dann mit dir kombiniert werden. Du kannst so und so. Du kannst so,
So, so, so. Okay. Wir haben immer noch viel, aber es ist bei weitem nicht mehr so viel, wie es am Anfang war. So, dich will ich mal hier unten. Ich will das immer alles schön geordnet haben am liebsten. So. 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 Das sieht doch schon ganz ordentlich aus. Würde ich jetzt mal meinen. Ja, das gefällt mir schon so. Jetzt müssen wir mal schauen vom... Hier passt die jetzt eigentlich ganz gut rein. Aber dann habe ich hier genau das, das ist genau das gleiche. Aber es ist mir trotzdem lieber, wenn sie hier ist. Dann habe ich hier nochmal Platz für eine Granate. Ja, ich glaube, das gefällt mir so ganz gut. Nachgeladen ist alles bis auf das Scharfschützengewehr. Okay. Hui. Wir haben es geschafft. Ein harter Kampf. Und dann würde ich mal sagen, im nächsten Part machen wir uns weiter auf dem Weg. Leon hat ja gesagt, wir haben keine andere Wahl als weiterzugehen. Und das werden wir im nächsten Part machen. Also gut, Leute, das war dann Let's Play Resident Evil 4 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.